Yo, hey yo, Ladies und Raphaelos, was geht? Euer Rasen hier am Start und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Texel 2. Schön, dass ihr alle am Start seid. Und es hat sich was getan und da hinten ist ein Tod von mir. Ihr habt nichts gesehen, warte, remove. So. Und da habt ihr auch sogar das Datum gesehen, wann die Folge aufgenommen wurde und alles mögliche drum und dran. Okay, halb so wird. Ich erkläre euch gleich, warum ich dann gestorben bin. Und hallo, unbeholfener Staubsauger. Schön, dass du am Start bist, Alter. Schön, dass du auch hier bist. Alter, ohne Witz, unbeholfener Staubsauger. Wir nehmen dir mal ein paar unbeholfene Sachen ab hier. Weil das kann ich ja nicht anders schauen, wie du hier so viel Zeug mit dir rumträgst, was einfach unnötig ist. Okay, herzlich willkommen zurück. Ich habe off-camera einiges gemacht. Und zwar, passt auf, ich bin jetzt voll im Urlaubsmodus eigentlich und grinde hier die ganzen Episodes raus, weil ich ja bald im Urlaub bin, also nicht da bin und so. Und deswegen, ja. Also, passt auf. Erstens, off-camera habe ich gemacht. Ich habe 3 oder 4 Sachen gemacht, also passt auf. Erstens habe ich hier den Kamin gebaut. Der schaut an sich ganz nice aus, finde ich. Und was auch ganz cool ist, ist, wenn du von außen drauf schaust, dann hast du hier so ein Smoke-Dings, was rauskommt. Das liegt an dem Smoke, der unten drin ist. Da. Den sieht man sogar von unten nicht so, deswegen finde ich das ganz nice, dass die hier ist. Ja, oder? Ich glaube, doch, hier sieht man ein bisschen, aber das fällt nicht auf, genau. Also hier, finde ich, schaut es inzwischen schon ganz gut aus. So, die Smeltery, also die ganzen Details und so fehlen noch, dass man hier vielleicht außen irgendwie so ein Fenster rumbaut oder irgendwas, dass es nicht so flach ist alles. Aber das kann man ja noch alles machen, genau. Dann, als zweites, wollte ich sagen, habe ich hier im Turm unsere Dings weitergebaut. Und zwar, jetzt könnt ihr mal gespannt sein. Bam, 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 bam. Alter, das schaut doch schon viel geiler aus, oder so. Ich habe nämlich die Wände und die Decke praktisch ausgelegt mit Colored Stone Black Frequency. Das heißt, hier schaut es einfach komplett schwarz aus. Und ich finde, das gibt den Ganzen so einen richtig geilen Look. Findet ihr nicht auch? Hier so. Also ich finde, das ist richtig, also schaut viel besser aus. Was ich auch überlegt habe, ist vielleicht die Voidstones wegmachen und ein bisschen weiter unten dann nochmal alles schwarz machen, dass es so ausschaut, als ob die da hier rumschweben und dass es hier so eine Plattform ist, auf der wir rumgehen müssen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das machen soll oder nicht. Oder ob ich es so lassen soll. Also wie gesagt, ich finde, so schaut es halt auch einfach nice aus. Man sieht noch so ein bisschen die Konturen so, aber wie gesagt, das finde ich richtig nice. Genau, so viel dazu. Und dann, warte, das habt ihr eh schon gesehen, habe ich hier bei unserer römischen Baut was gemacht. Und zwar habe ich hier den Eingang fertig gebaut, das Dach drauf, das wollte ich auch auf Camera machen, habe ich gesagt. Finde ich an sich auch ganz gut gelungen. Ich habe hier oben noch so kleine, also ich habe mir im Internet so ein paar Minecraft römische Bauten angeschaut und da hatten die alle so diese Stützen oben und unten. Finde ich jetzt nicht, ja, finde ich besser als davor, aber ob es optimal ist, schon weiß ich noch nicht. Und hier haben wir eben dieses goldene Dach oben, das ein bisschen verkleidet ist. Und wie gesagt, ich finde es im Großen und Ganzen, finde ich es ganz gut gelungen eigentlich. Und ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, warum hier der Trashcan steht. Das liegt daran, weil ich ja so viele Microblocks hier benutzt habe, dass ich den mal wieder wegschmeißen kann. Und dann habe ich hier drin auch ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich nach diesem Transparent Sky Block gesucht, wo du dir durch den Himmel schauen kannst. So, folgendes. Ah ja, genau, und ich habe hier die Wand reingezogen, die Säulen noch hingemacht. Nur so als grobe Verschönerungsmaßnahme. Die Blocks hier, Unstable Ingots Blocks, dafür braucht man 9 Unstable Ingots. Das habe ich probiert und ich bin natürlich gleich gestorben, deswegen war da hinten auch mein Todespunkt auf dieser Slime-Insel, deswegen habe ich auch ein Slime-Schwert im Inventar, das ich übrigens gleich mal hier wegtun kann. Und man braucht, also die Ingots, ich dachte eigentlich, ja, voll easy eigentlich, die Ingots lassen sich ja stacken, gell, kannst easy peasy einfach da ein bisschen was machen. Falsch gedacht, die lassen sich nicht stacken, das heißt, du musst dann praktisch alles einzeln machen und das alles innerhalb von 10 Sekunden. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Unstable Ingots Blocks einen EMC-Wert gebe, falls ich die noch öfter benutzen will. Ob mir das gefällt oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet oder nicht, dass ich die da reingebaut habe. Aber ich finde, es ist besser, als wenn man einfach so eine Marble-Decke draufzieht oder weiß nicht. Und den EMC-Wert habe ich natürlich over 9000 und zwar 9001 gegeben. Einfach, weil ich es witzig fand. Okay, so, die Folge hätte ich gesagt. Machen wir uns unsere Rails oder unsere, wer sind die? Conveyor Belts und probieren das Ganze nochmal neu aus. Und zwar brauchen wir dafür die Tracks, dafür brauchen wir die Rails, dafür brauchen wir das da, okay. Also, Standard Rails haben wir eh schon, genau, das muss man hier machen. Dafür haben wir Iron gebraucht, soweit ich weiß. Also wir brauchen da eh noch ein paar dann. Da können wir gleich mal hier was reinziehen. So, genau. Ihr macht hier euer Ding. Und währenddessen hole ich mir ein paar Creosite Bottles. Zack, 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 zack. Können Sie gleich mal einen Stack holen. Ich dachte, die Bottles lassen sich nur bis 16 stacken eigentlich. Naja. Übrigens, wenn ihr auch mal im Urlaub seid, und wenn ihr gerade im Urlaub seid, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Achso, ist leer schon, oder was?
Wo ihr gerade seid und was ihr macht oder ob ihr überhaupt was vorhabt. Würde mich auch echt mal interessieren. Ob ich der Einzige bin, der jetzt. Ah, ich bezweifle, dass ich der Einzige bin, der im Urlaub ist. Deswegen haut's mal da rein. Und dann reden wir ein bisschen drüber. Und ich habe wieder eine Kommentarfrage bekommen. Voll nice. Okay, also pass auf, Tracks. Ich glaube, wir machen viel zu viele davon, aber ist ja egal. Okay, dann brauche ich sehr viele Slabs. Also Slabe. Achso, die kann man nicht einspeichern, stimmt. Das heißt, ich brauche einfach sehr viel Wood. So. Jetzt habe ich gerade versucht, mich aus dem einen Witz aus dem Film zu erinnern, mit diesem Eichhörnchen. So, you got wood, yeah, I got wood, yeah, I wanna trade, sure, und dann tauschen sie sich hier Holzstückchen aus. Oder Biber waren das, Biber. War recht witzig. Warum steht hier noch nirgends? Ah, hier ist ein Crafting Table. Genau, dann kann ich das einfach so machen und dann hier die Dings hin und dann kriegen wir die Wooden Ties, genau. So. Jo, das ist jedenfalls. Okay, also die Wooden. Okay, die Railbeds, die sind echt. Brauchen echt sehr viele Ressourcen. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier rauskriegen. Okay, schon ein paar Rails. Okay, zwei. Ah ja, das dürfte auch fürs Erste reichen, glaube ich. Weil man kriegt hier auch nochmal 8 raus. Okay, also wir haben dann. Ja, okay, das müsste reichen fürs Erste. Jetzt brauchen wir noch Iron und Redstone. Iron. Und Redstone. Und dann können wir hier unsere Conveyor Belts craften. Zack, zack, perfekt. Okay, es sind viel mehr, als wir tragen können. Zack, okay, gut, passt. Dann können wir den Rest hier wieder wegschmeißen. Sadele. Genau, hier in unseren Trashcan können wir die Dinge hier rein tun. Ah, die haben ja sogar EMC. Ich dachte, die haben keine EMC. Naja, halb so wild. Okay, gut. Und dann können wir die auch gleich mal ausprobieren hier hinten. Und hier außen, das muss ich echt mal auch abändern. Hallo, Sammy? Hallo? Ich wollte gerade sagen, hat mir mein Pfeil abgewehrt mit seiner Hand, habt ihr es gesehen? Einfach so und abgewehrt. Okay. Den Magic Tower, den müssen wir mal wieder ein bisschen abändern irgendwann, dass der schöner ist. Von außen jedenfalls zum Anschauen. Und dann müssen wir auch mal da auch mal ein Dach drauf bauen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich mache mal eine Folge, wo ich dann alle Verbesserungsmaßnahmen vornehme. Ich habe jetzt hier auf Kamera schon ein bisschen was gemacht. Und ich finde, wie gesagt, hier, das da und den Raum und sowas, das war echt mal dringend nötig, vor allem hier. Also passt ganz gut eigentlich. Gut, dann probieren wir hier das Ganze jetzt nochmal aus. Und zwar bauen wir das auf die Ebene. Das heißt, das hier kommt weg. Und eigentlich müssen wir die Ecke ja hier wieder reinbauen. Weil dann haben wir letztes Mal die Fernseher ausprobiert. Das war auch ganz witzig eigentlich. Da habe ich schon leicht geroffelt. Ein bisschen Stone bitte noch. Stone, Stone, Stone. Stone. Da ist Stone. So. Okay. Und hier können wir aufzubauen. Und dann probieren wir mal die Dinger aus. Also. Wie funktionieren die überhaupt? Funktionieren die auch so? Die funktionieren auch so. Okay, pass auf dann. Kann ich dagegen? Da kann man auch voll easy dagegen gehen. Ich finde das gar nicht gut. Okay, wie ist das jetzt, wenn man so macht? Da wird man auch nicht automatisch hochgepusht. Hm. Die sind auch nicht gerade viel besser. Die sind eigentlich noch langsamer als die anderen, gell? Okay, probieren es jetzt gleich mal mit Monstern aus, ob das da besser ist. Ansonsten war das alles schon wieder umsonst, weißt du? Sonst muss ich echt was anderes ausdenken. Vielleicht machen wir es auch einfach mit Wasser und so, aber mit Wasser, das geht ja auch nicht gescheit. So. Dann machen wir hier noch die. Warte, die kommen ja weg. So. Und die kommen auch alle wieder weg. Ich meine, die waren an sich nicht schlecht. Das einzige Problem ist halt, dass man dann eigentlich die. Jawohl. Das Problem ist halt, dass man denen dann eigentlich die Sicht nehmen müsste. Weil sobald sie dich halt sehen, versuchen sie auch in deine Richtung zu laufen. Und das geht halt nicht gut. Weil sie dann sehr gegen das Ding ankämpfen, dann kommen sie nie da rein. Vielleicht mache ich auch da einfach eine ganz normale Mob-Form, weil die Mobs dann unten sterben und fertig. Fertig aus, weißt. Keine Gnade. So. Ups. Zack. Spaß, hier muss ich so. Und hier werden wir halt auch nicht hochgepusht, das heißt, die müssen dann wieder von alleine hochspringen. Naja, wir probieren es mal, ob es funktioniert oder nicht. Ich bin gespannt. So. Und dann einmal kurz anschalten. Und einmal kurz ausschalten. Okay.
Okay, die können auch dagegen laufen. Können sie? Ja. Ja, schau, da springen sie zum Beispiel hoch, weil sie mich gesehen haben. Aber von alleine machen sie das nicht. Oh Mann. Gibt's irgendwie so ein Jump-Pad oder sowas, wo man sie dann automatisch hochdingsen kann? Ich meine, was halt ganz cool ist. Tom, die Items. Die Items transportiert's. Das ist cool. Also jedenfalls können wir für die Items Conveyor Belts nehmen. Warte, können wir eigentlich auch Items auf dem Ding hier bouncen lassen? Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, dann hier komme ich raus. Wenn ich hier so eine Fackel drauf werfe auf den Slime Pad oder so ein Cold Coke. Oida. Das ist ja auch cool. Das heißt, rein theoretisch können wir die Items vorbei bouncen lassen. Das ist vielleicht an sich eine coolere Sache, oder? Okay, dann töten wir die Monster. Irgendwie hier unten. Gibt's einfach nicht einen Mob Slayer oder sowas? Grinder heißen die doch, oder? Funktioniert das einfach so? Gehen wir mal einen Mob ein. Mob Counter, Mob Router. Nee, was ist mit Monster? Monster. Es gibt doch, muss doch irgendwas geben. Warte, gibt's nicht die Spikes oder so? Spikes. Können wir nicht so Spikes hinmachen einfach? Wie macht man das? Oha! Man kann auch leicht übertreiben. Ist halt die Frage, ob die Items dann unter den Sp Aber die Spikes wären schon pornös. Die würden auch voll gut reinpassen, so die Diamond von der Farbe her. Okay, wir probieren mal die Spikes aus. Und währenddessen beantworte ich eine Kommentarfrage von euch. Und zwar fragt, das ist sogar das erste Mal, dass eine Kommentarfrage raushaut, der liebe Herr. Muss kurz mein Inventar ein bisschen lernen. Und zwar fragt der liebe Herr X the Estalon, was sind deine Lieblingsübungen? Wie viel drückst du, hebst du, etc.? Und kannst du mal deinen Trainingsplan erzählen? PS, geile Folge, wie immer. PS, bester YouTuber. Vielen Dank natürlich erstmal. Wie viel drücke ich, hebe ich und so weiter und so fort. Also passt auf. Erstmal mache ich mein Inventar leer und dann brauche ich Zeug zum Craften. Sword Spikes. Ah, ich brauche sogar die Golden Spikes dafür. Für die Golden Spikes brauche ich Magical Wood. Okay. Magical Wood haben wir ja schon, glaube ich. Magical haben wir sogar, okay. Also, die erste Frage war, was sind deine Lieblingsübungen? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also, die Übungen, die ich viel mache zurzeit, sind Bankdrücken, weil ich einfach. Bankdrücken ist einfach meine schwächste Übung. Da steigere ich mich extrem langsam, was mich auch selber extrem nervt. Deswegen mache ich das auch so oft. Deswegen ist es. Kann sozusagen auch zurzeit fast so meine Lieblingsübung ein bisschen. Jetzt brauche ich noch Diamond Sword und Gold Spikes und Diamond Block. So, Diamond Block. Diamond Sword. Und Gold Spikes. Also würde ich sagen, ja, kann ich fast Bank drücken. Dips mache ich auch gerade extrem gern. Also eher so Multifunktion. Also was heißt Multi, aber eher wie nennt sich das? So. Mehrgelenkige Übungen, also nicht so Isolationsübungen wie Flies oder sowas, also fliegende, also wir heißen das Schmetterling, sondern eher dann so in Richtung Bankdrücken, Squats, Kreuzheben. Aber ich muss eigentlich sagen, so all meine Allzeit-Lieblingsübung ist Kreuzheben, das ist auch die erste richtige, schwierige Übung, die ich gemacht habe. Mit der habe ich angefangen damals. Die ist halt einfach nice. Also, ja, die feiere ich einfach. Ah, warte. Noch die Spikes am Rand setzen oder sowas. Oder? Die feiere ich einfach und ja, wie gesagt, mit der Übung habe ich eigentlich mein Training angefangen und alles. Deswegen, ja, ist das so meine Lieblingsübung und das war auch da, wo ich am meisten Gewicht bis jetzt bewegt habe. Da war ich auch schon bei 150 Kilo, glaube ich. Also probieren wir mal kurz die Spikes aus, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. So. Du gehst da rein. Rein mit dir. Okay, die Items bleiben drauf liegen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir brauchen. Schade. Finde ich schade. Aber die Spikes sind echt cool. Kannst sagen, was du isst. Die Spikes sind echt nice. Die tun mir auch null, weil ich will keine geile Rüstung habe. Aber 7 Attack Damage so ist schon gut eigentlich. Die können wir vielleicht für irgendwas anderes benutzen. Vielleicht, wenn sie nach außen gedrückt werden oder sowas und dann sterben.
Muss mir noch was überlegen, wie ich das am besten mache, aber vielleicht nehmen wir auch einfach Mob Grinder. Aber ich glaube, beim Mob Grinder ist es so, dass die ja dann automatisch die Items auch aufnehmen, oder? Oder tötet das nur? Das werden wir auch gleich mal sehen. So, okay, nächste Frage. Lieblingsübung, habe ich beantwortet. Wie viel drückst du, hebst du? Also, wahrscheinlich meinte die großen fünf Übungen, so Bankdrücken, Kreuzheben, Squats und so. Maximalkraft, was ich bis jetzt gemacht habe, Bankdrücken, war ich schon. Alter, ich habe mir eigentlich vorgenommen, Bankdrücken wollte ich unbedingt mal die 100 drücken. Und ich, jetzt kurz zu meinem Training, ich bin so jemand. Bei mir geht Form vor Gewicht. Das heißt, die Form muss stimmen und ich arbeite nie mit Schwung oder sowas. Was? Aber vielleicht gibt es auch die da hier. Vielleicht geht es bei denen durch. Nehmen wir mal die dann noch raus. Also bei mir geht immer Form vor Gewicht und ich trainiere, also ich will mein Gewicht schon steigern, also das, was ich drücke halt, aber bei mir geht es immer vor, dass ich also eine saubere Form habe, weil ich keine Lust habe, irgendwie mir irgendwas kaputt zu machen. Deswegen, die EMC haben sie. Ja, schaue ich halt auch beim Bankdrücken und sowas, dass ich nicht mit viel Schwung arbeite und so Zeug und immer alles schön sauber ausführe. Und ich bin auch, muss ehrlich sagen, ich kenne so viele Kumpels von mir und Leute, die auch trainieren und in meinem Studio auch, die zwar so viel Gewicht drücken jetzt, sage ich jetzt mal. Also was heißt viel, also relativ viel halt oder halt stark sind, aber halt eine schlechte Form haben. Beziehungsweise halt viel mit Schwung arbeiten und was weiß ich alles. Und halt irgendwelche Probleme haben. Und ich habe echt in meinen 3 Jahren Training jetzt schon fast noch keine körperlichen Beschwerden gehabt. Da bin ich echt einer der wenigsten. Oder einer der wenigen, muss ich sagen. Viele schaffen das nicht. Die Spikes funktionieren. Das ist ja nice. Okay, dann nehmen wir halt die Spikes. Ist ja cool. Und dann werden die Items hier lang transportiert. Okay, nice, Alter, nice. Das freut mich, dass es das jetzt so funktioniert. Dann können wir hier zum Beispiel laufen. Oh, das ist voll cool. Dann machen wir das einfach so. Perfekt. Genau, also deswegen, das Gewicht, was ich gedrückt habe, war bis jetzt maximal. Ich will unbedingt auf die 100 kommen, aber ich habe jetzt 95, habe ich zweimal gedrückt. Also eigentlich, das war sogar vor 4 Wochen erst oder 2 Wochen. Also die 100 würde ich wahrscheinlich schon einmal schaffen. Aber Bankdrücken will ich auch eigentlich ehrlich gesagt nicht so hochgehen, weil meine Schulter dann, oder ich habe so viele Leute, wo die Schulter leiden und ich merke es auch schon bei 90 Kilo oder sowas, die ich immer drücke, dass das einfach eine extreme Belastung für die Schulter ist. Dann. Was haben wir noch? Kreuzheben, wie gesagt, war ich schon bei 150. Mehr geht auf die Stange bei uns im Studio nicht drauf, weil wir so fette Scheiben haben. Auf die Langhantelstange. Dann. Was mache ich eigentlich? Dann Squats war ich schon bei 120. Aber da bin ich halt auch bei solchen schweren Übungen vorsichtig, dass ich nicht so viel Gewicht nehme. Dann mache ich lieber ein bisschen weniger Gewicht, ein paar mehr Wiederholungen. Weil. Ich halt, und ich will das irgendwie, weil sobald du halt irgendeine falsche Bewegung machst oder sowas, ist es halt aus vorbei, weißt. Sobald du dir irgendwie die Konzentration verlierst oder was weiß ich, irgendwie an was anderes denkst oder sowas und nicht gerade voll concentrated bist, ist halt boom, kann halt alles passieren, weißt. Deswegen lieber nicht so viel, ein paar mehr Wiederholungen. Aber da war ich schon bei 120, so 4, 5 Mal, glaube ich, also 5 Mal. Dann, was haben wir noch? Bankdrücken, Squats, Kreuzheben. Schulterdrücken mache ich gar nicht. Das ist eine Übung, irgendwie, die taugt mir gar nicht. Was gibt's noch? Was sind denn die großen Übungen? Klimmzüge, gibt's denn nur Eigenkörpergewicht? So dranhängen mache ich hier nicht. Warte, hier können wir eigentlich so ein bisschen. Warte, wo sind wir denn hier? Auf welcher Ebene? Hier könnten wir. Also, nein, das ist schon. Ist das die richtige? Weil eigentlich könnten wir dann hier so ein Fenster machen, wo wir dann die Item City hier lang fahren. Das wäre an sich ganz cool. Aber ich glaube, die Höhe passt dann sowieso dafür. Genau, dann können wir hier einfach so machen. Verstehe ich jetzt gerade irgendwas? Brust, Rücken, Langhandelruder. Bin ich bei 95 gerade. Auch saubere Form. Und Beine habe ich. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Oder? Ja, ich glaube, das waren alle wichtigen Übungen. Genau, und mein Trainingsplan. Zurzeit fahre ich einen Dreier-Split, das heißt erst Brust, Trizeps, Bauch, sorry. Ein Tag, dann der andere Tag ist Rücken, Bizeps, Schultern. Schultern mache ich nämlich, also viele machen Schultern am
Am Brusttag, aber bei mir ist es so, wenn die Brust so aufgepumpt ist, kann ich mit meinen Schultern nicht mehr richtig nach hinten gehen und Schulterdrücken oder sowas machen. Deswegen mache ich das immer am Rückentag mit. Und hier fehlt ein Slap, sehe ich gerade. Das müssen wir noch ausbessern. Und der dritte Tag ist halt dann meistens irgendwie entweder, weil Beine. Früher, als ich zum Trainieren angefangen habe, habe ich richtig viel Beine trainiert, weil meine Trainerin damals meinte, dass es eine gute Idee ist. Und war an sich auch ganz cool. Ich habe auch richtig dicke Beine bekommen, weil ich ja früher halt Sportler war mit Fußball, was weiß ich alles, pipapo. Da habe ich eigentlich ganz gut Fortschritte gemacht. Nur das Problem war halt, dass ich habe so Risse an meinem, also so kleine Risse bekommen. Kennt ihr das ja, wenn die Haut sich zu schnell dehnt. Deswegen habe ich das ein bisschen zurückgeschraubt und ich finde so dicke Beine auch nicht so schön. Deswegen schaue ich, dass ich gerade eher athletische Beine habe. Deswegen mache ich am dritten Tag, am Beintag, immer nur entweder also Kreuzheben und Squats oder lang gestrecktes Kreuzheben, immer so Sachen und dann halt noch Ausdauer dazu. Und eher so Mobility-Sachen und ja, so Laufbänder. So diese, es gibt ja diese Laufmills, weiß gar nicht, wie die heißen, von, wie heißen die? Ach, ich weiß, egal. Fällt mir gar nicht ein. Jedenfalls haben die so ein cooles Laufband, was so leicht gebogen ist, wo du es mit deinem eigenen Körpergewicht antreibst und dann kannst du eben so eine coole Übung machen, die da vorne liegen, wie es die Footballer immer machen und es dann praktisch so wegschieben. Die feiere ich an die Übung, deswegen mache ich die auch immer. Genau, und deswegen jo, mache ich das so. Und sonst noch und eigentlich könnten wir das ja auch Gold machen, wie die, da drüben auch. Fantasia Blocks war das, genau. Ja, Trainingsplan und sonst, wenn ich das nicht habe, was ich auch eine Zeit lang gefahren habe, war ein Zweier-Split, Oberkörper, Unterkörper einfach. War auch ganz nice eigentlich. Kann ich auch empfehlen, das ist halt, wenn man nicht so viel Zeit hat, muss man nur viermal die Woche trainieren gehen und hat zweimal, also ich würde jedenfalls jede Woche mindestens zweimal jede Muskelgruppe trainieren. Einmal, also eineinhalb Mal ist Minimum und zweimal ist halt optimal, damit du den maximalen wirksamen Reiz hast. Normalerweise fahre ich halt dann entweder einen 2-Split oder einen 3-Split, aber mehr als einen 3-Split mache ich nicht. Das ist zu heftig. Genau. So viel dazu. Da kommt noch eine Säule hin. Genau. Und 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt eine Säule hin. 2, 3, 4, 5, 6. Und hier kommt eine Säule hin. Geht sich hier ganz gut aus. So. Perfekt. Aber es nimmt schon Form an, oder? Ich finde es ehrlich gesagt ganz nice. So, an sich. Dann können wir den ja eigentlich schon anschalten. Jetzt müssen wir dann nächste Folge einfach nur noch hier den Weg bauen, wo es lang fließt, wo das ganze Zeug gesammelt wird und dass man es hier so ein bisschen durchsieht dann. Wie das Glas, dass hier dann irgendwie so der Weg ist. Oder hier. Das weiß ich noch nicht ganz, wie ich das mache. Okay, aber so viel zu meinem Training. Könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr trainiert, wie viel ihr drückt und sowas. Obwohl, eigentlich ist, schau mal, wenn ihr trainiert, dann bleibt das Ego zu Hause. Das sage ich auch immer wieder zu meinen Kunden. So, es ist eigentlich so, egal wie viel ihr drückt, Hauptsache ihr macht Sport, beansprucht euren Körper, habt Spaß dran und fertig, heißt so. Wenn ihr andere Leute im Gym seht, die machen halt mehr Gewicht, aber haben eine scheiß Ausführung, dann denkt ihr euch halt so, ja, okay, ich mache lieber eine bessere Ausführung, aber in 3 Jahren kann ich noch immer weiter trainieren und bin gesund und der hat irgendwelche Rücken- oder Kreuzprobleme oder sowas, heißt. Deswegen einfach immer sauber trainieren. Und da steigert ihr euch sowieso über die Zeit. Und Gewicht heißt nicht automatisch mehr Gains. Also mehr Fortschritt. Also wenn man mehr Gewicht nimmt. Es ist zwar gut, dass man mal schwere Übungen macht, also schwer trainiert, aber nicht immer. Gut, also Ladies and Gentlemen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hier unseren Item-Transport hoffentlich fertigstellen. Also ich war's, euer Rassen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Over and out. Servus.